Hallo zusammen, ich habe hier wieder einen Kompressor, den wir ausbauen, den wir für 50, je nach Menge, für bis zu 10 Franken verkaufen, das Stück. Die Kompressoren bauen wir neu, aus neuen Geräten aus, löten die hier beim Sauganschluss, beim zweiten Sauganschluss und beim Druckanschluss zu. Den müsst ihr aufmachen, bevor ihr den betreibt. Und schneiden den hier raus. Wir haben hier den Kondensator. Das ist original hier so ein Clip in der Nähe. Wir haben die Erdungskabel von diesem Kühlschrank. Und bei diesem Kühlschrank haben wir hier original eine Abzweigdose. Das heißt, das 230 Volt, das ist wieder mit Stecker, Schuko-Stecker dran, mit einer Zugentlastung. Teilweise sind die Kabel weg, teilweise sind sie da. Und dieser Zugentlastung drin, wir haben das Nullleiter und von Braun, im Originalzustand, geht das Kabel weg Richtung Kühlschrank auf den Thermostaten und kommt dann wieder zurück auf den weißen Draht. Weiß ist das Signal für den Kompressor. Also wenn ihr jetzt diesen Kompressor habt, das braune Kabel und das weiße Kabel zusammenschließen und dann läuft dieser Kompressor. Dieser Kompressor reicht für Kühlschränke bis ca. 150 Liter Inhalt, ist ein 5,2 Kubik R600. Ja, viel zu sagen gibt es zu diesem Kompressoren nicht. Ich habe rechne Menge hier. Wenn ihr solche Kompressoren braucht oder kleinere, größere, schaut auf meiner Seite. Ich verlinke euch die unten, was da kommt. Da kommen immer wieder neue Kompressoren dazu. Eine gehen weg und sonst kommt vorbei, holt die Kompressoren ab. Ich versuche auch wieder hier ein Datenblatt zu finden. Das verlinke ich euch auch unten im Videobeschrieb und natürlich auf der Homepage. Ich zeige euch hier einen Solarkühlschrank. Das ist ein Haushaltskühlschrank, den wir umbauen auf 12 Volt im Link. Und ein Abo könnt ihr mir auch da lassen, dann kommen immer wieder Sachen über Kühlgeräte. Ich wünsche euch einen schönen Tag.